dass eine Insel einfach so aus dem Nichts entsteht, damit kann man euch wahrscheinlich nicht mehr überraschen. Aber in so einer lebensfeindlichen Region, wo solche kleinen Eilande entstehen und die aus reinem Magmagestein, reinem Lavagestein, das erkaltet ist, entstehen, wo rohe Kräfte sinnlos walten, da fragt man sich wirklich, wie wird aus sowas ein lebenswertes Habitat? Wie wird jetzt so eine neugeborene Insel besiedelt? Das ist ja auch die Frage. Schließlich gibt es ja hier Leben. Wie kam das zustande? Man denkt immer per se, wir sind auf der Erde, also muss Leben easy möglich sein. Das ist nicht immer so. Also guckt euch Wüsten an. In den meisten Wüsten, wo es richtig harte Gegebenheiten sind, da floriert das Leben jetzt auch nicht gerade. Dennoch findet das Leben einen Weg, wie wir es in Jurassic Park so oft erfahren. Und auch hier ist das der Fall. Die ersten Bewohner dieser Insel sind wahrscheinlich Flechten. Ne? Kennt ihr alle. Und Flechten brauchen nicht allzu viel. Also die brauchen halt ein bisschen Licht, ein paar Mineralien vielleicht noch und ein bisschen was aus der Luft. Kleines bisschen Wasser dazu und man hat eigentlich schon alles, was eine Flechte braucht. Anders sieht es natürlich bei komplexeren Pflanzen aus, die auf dieser Insel landen. Sei es über den Wind, wie beim Löwenzahn zum Beispiel, also wie bei Korbblütlern. Oder natürlich auch über Vögel. Denn Vögel machen Inselhopping noch und nöcher. Das ist deren Daily Business. Die sind von Insel zu Insel unterwegs und tragen so eben Samen, sei es geklettet an ihr Gefieder oder auch in ihrem Verdauungstrakt, an Orte, wo diese Pflanzen also nie hätten hinkommen können. Kokosnüsse machen es noch anders. Die werden nicht von Vögeln verschluckt, sondern die schwimmen auf dem Wasser. Aber wo wahrscheinlich eine tierische Präsenz mit im Spiel war, das ist der Kollege hier. Da müssen wir ein bisschen näher rangehen. Erst habe ich es gesehen und dachte, oh, okay, eine halbwegs sukkulente Pflanze, interessant, ein bisschen fette Blätter. Das wird wohl auch wieder nur ein weiteres Wolfsmilchgewächs sein, so wie man hier nicht überrascht ist im afrikanischen Bereich. Aber dann habe ich mir das angeguckt und sehe hier, ein doldenblütlerartiger Blütenstand, wäre euch auch sofort aufgefallen. Das deutet doch dann wirklich auf eine Apiaceae, also Doldenblütler hin. Und in dem Fall ist es wirklich so, das ist ein Fenchel. Also ein ganz kleiner, süßer, gedrungener Fenchel. Hier so sukkulent mit dicken Blättern, um Wasser zu speichern, weil es ja hier doch manchmal ein bisschen karg zugeht. Und da muss man wirklich zweimal gucken. Also da war ich gerade total beeindruckt, dass hier sowas vorkommt. Wahnsinn. Also die rauen Bedingungen auf Inseln, die sind wahrscheinlich gar nicht unbedingt der limitierende Faktor, warum es so schwierig ist, eine Insel zu besiedeln, sondern, so wie hier, sie ist natürlich umzingelt von Meer. Klar, das macht eine Insel aus. Und so setzen sich erstmal nur manche Pflanzen durch. Manche, die mit dem Wind geflogen kommen, also was wir hier auf Lanzarote ganz oft sehen, sind die klassischen DYCs, die Damned Yellow Composites, also gelbe Korbblütler, wie den Löwenzahn, den kennt ihr ja. Also alles, was sich über den Wind verbreitet, kommt hier natürlich problemlos her. Aber dann treffen wir sowas. Das ist zwar gelb, aber es ist bei weitem kein Korbblütler, sondern ein Vertreter einer Pflanzenfamilie, die wir hier überhaupt nicht vermuten würden, nämlich der Orobanchia zehen, also der Sommerwurzgewächse. Die haben wir euch schon mal in unserem Film Parasiten vorgestellt. Also ihr seid ja alte Hasen. Und plötzlich treffen wir also sowas auch hier. Im Mittelmeerbereich ist es überhaupt keine Überraschung, dass es sowas gibt. Und natürlich sind wir ja auch noch im mediterranen Bereich, wenn ihr so wollt, nördliches Afrika. Aber Orobanchia zehen, die wir euch gezeigt haben, die standen bisher immer in feuchten, schattigen Orten. Und jetzt auf einmal mitten im Sand, wo man sich denkt, dass es lebensfeindlicher eigentlich nicht sein könnte. Auch hier sind sie wieder am Parasitieren, also sie lassen sich das nicht nehmen und sitzen hier auf den Wurzeln von solchen kleinen Gewächsen. In den meisten Fällen sind das Gänsefußgewächse und auch hier sitzen die an den Wurzeln, docken an und ziehen da Assimilate und Wasser raus. Und das ist natürlich lustig, dass man sowas hier begegnen kann. Ähnlich wie bei Inseln ist es natürlich auch bei anderen Konstrukten, wie bei Höhlen zum Beispiel. Ja, auch hier werden Tier- und Pflanzenarten gegen ihre Umwelt, die sie normalerweise haben, abgeschottet, landen hier irgendwie, sei es durch eine große Flutwelle, wie zum Beispiel bei dieser Höhle hier, oder auch durch zum Beispiel Vögel, die Samen umhertragen. Aber hier ist es zum Beispiel so gewesen, dass sich bestimmte kleine Krabben hier irgendwann niedergelassen haben, hier durch Zufall reingekommen sind und jetzt haben sie aufgrund der Dunkelheit eine hellere Farbe angenommen, weil sie Pigmente, die normalerweise gegen die Sonne brauchen, hier natürlich nicht benötigen. Das ist eine ganz, ganz beeindruckende Form des Gendrifts oder der Anpassung an völlig neue Habitate.
Leben auf der tropischen Insel ist nicht immer easy peasy. Der Wind steht hier direkt drauf, die Hitze knallt von oben, das merkt man gerade jetzt um die Mittagsstunden rum. Und irgendwie müssen Pflanzen gucken, wie sie hier haushalten mit ihrem Wasser, aber natürlich auch, wie sie sich tarnen vor möglichen Fraßfeinden. Und wie das eine Pflanze brillant miteinander vereint, zeige ich euch jetzt. Es ist wie so oft in der Botanik, man muss schon wissen, wo man suchen soll. Und Gott sei Dank haben mir ein paar Wissenschaftler hier die GPS-Koordinaten geben können. Hier steht, hier steht ja die viel, viel bessere. Und ihr seht schon, hier vorne ist die Pflanze und es ist ein Gewächs, das jetzt nicht gerade mit seiner bunten Farbe wirbt. Zumindest nicht, wenn sie nicht blüht. Sie steht hier rum, sieht ein bisschen aus wie Steine. Wenn sie nicht so säulenförmig wäre, würde man sie wahrscheinlich wirklich mit irgendwelchen Brocken hier verwechseln. Aber es ist tatsächlich eine Pflanze, die uns sehr stark an Kakteen erinnert. Also wie gesagt, Kakteen würden wir hier in Afrika ja nirgendwo finden. Da finden wir Wolfsmilchgewächse in Kakteenform, wenn man so will. Und auch hier hat die Pflanze eine sehr sukkulente Form, hat aber auch gar nichts mit Kakteen zu tun. Nein, wir kennen wahrscheinlich am ehesten die Stapelia, die wir euch schon mal vorgestellt haben in Folge 2, die tote Ratte unter den Blumen. Stapelien finden wir in Afrika an vielen Orten. Und hier muss irgendwann mal eine Stapelie hergekommen sein und zack ist eine endemische Art entstanden. Also es ist wie so oft auf solchen Inseln, dass hier Vertreter von Pflanzen herkommen, die dann hier durch Gendrift und so weiter eben eine endemische Form annehmen, also eine Art, die hier entstanden ist und die nur hier vorkommt. Und die ist natürlich super getarnt. Also hätte ich nicht gewusst, dass die hier steht, wäre ich hier überhaupt nicht aus dem Auto gestiegen und dann wäre ich hier auch überhaupt nicht am Suchen gewesen. Und ja, ich wusste, was ich suche, habe ich die hier gefunden. Ist eine wunderschöne Pflanze, die aber auch ihre, naja, gewissen Wesenszüge mit sich bringt. Denn die Stapelien drüben auf dem Kontinent haben wunderschöne Blüten. Diese Pflanze hat auch wunderschöne Blüten und Stapelien drüben haben eben auch die Eigenschaft, dass sie eben riechen wie tote Tiere, weil sie Fliegen anlocken wollen. Die riechen wirklich wie die schlimmste Leiche der Welt und so ist es hier auch. Sie lockt Fliegen an für ihre Bestäubung. Die Blüten sehen wunderschön aus, sie sind behaart. Sie geben uns so ein bisschen den Eindruck von einem toten Tier, wenn man die Behaarung mit berücksichtigt. Aber vor allem soll sie eben durch ihren Geruch Insekten wie Fliegen anlocken, die sich daran natürlich laben wollen und finden dann mal wieder nichts und legen ihre Eier trotzdem ab, als wäre es rohes Fleisch, damit ihre Maden schlüpfen. Ja, und so wird diese Pflanze natürlich bestäubt. Die Geschichte kennt ihr schon, aber es ist natürlich interessant, dass solche Pflanzen hier eben auch vorkommen. Endemiten müssen nicht immer aus den verrücktesten Pflanzen hervorgegangen sein. Im Gegenteil, es geht auch mal ganz herkömmlich, wie hier bei dieser Fenchelverwandten. Das ist Ferula lancerotensis und ihr hört schon am Namen Lancerotensis aus Lanzarote. Die kommt auch von hier und die steht hier einfach an der Straße. Denn die nutzt die Winde, die entstehen, wenn die Autos hier langfahren, natürlich wunderbar zur Verbreitung ihrer halbwegs vom Wind getragenen Samen. Steht hier Fenchelverwandte, Doldenblütler, finden wir natürlich super. Warum nicht? Auch als Endemit. Ja, und nach all diesem flammenden Getöse und Gerumse, irgendwann entsteht also eine neue Insel, hebt sich aus dem Meer und ist nackt. Und die ersten, die diese Insel dann, wie gesagt, neu besiedeln, sind die Flechten. Das hinter mir, das sind längst keine Schwefelablagerungen mehr, keine giftigen Chemikalien. Nein, so langsam fest das Leben hier Fuß. Und ihr seht schon, es gibt auch einzelne Büsche. Hier vorne haben wir sie. Und die grünen Pflanzen erobern dieses Land auch für sich. Die Tiere folgen dem natürlich. Und irgendwann sieht es dann hier vielleicht auch so bunt und divers aus, wie im alten Botanischen Garten.